lange später. Schatz, da bist du ja wieder. Wo warst du denn so lange? Ich war so einsam. Aha. Ich muss durch eine Laserwand kommen. Am liebsten lebendig. Was für eine dumme Idee, Schatz. Das ist doch schrecklich gefährlich. Bleib lieber bei mir. Ich mache, was du willst. Gib mir einfach einen Schutz gegen Laser. Oh, so knallhart. Ich erzittere. Spritz dein Polymer in mich hinein. Lass dich von ihr nicht herumkommandieren. Na gut, schon verstanden. Du kriegst dein Polymer und deine kostbaren Komponenten. Jetzt installier endlich den Laserschutz. Dein Verteidigungssystem. Ja. Polymer, kann ich das jetzt schon verbessern, wenn ich was gefunden habe? Oh ja. Schock elektrifiziert Gegner. Okay, ja. Das ist den Charakter. Zum Beispiel hier. Die Kapazität von Cluster-Munition steigt an. Weitere Verbesserungen des Anzugs erhöhen deine maximale Gesundheit. Ja. Okay, mehr kann ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht machen. Okay. Okay, aber ich habe zumindest hier Schock elektrifiziert Gegner. Hatte ich das nicht schon vorher? Naja. Oh, hier kam. Ah, man kann ja auch eine heftigere Axt machen. Okay, aber bis jetzt bin ich echt zufrieden mit meiner Axt. Okay, ach, kostet natürlich ein bisschen zu viel. Ich denke mal, Tab ist raus. Upsala. Hier können wir doch hier bestimmt nochmal eins machen. Ja, eins mache ich mir nochmal. Das tat weh. Oh, das war ganz schön heftig. Fast wäre es das gewesen. Okay, also ich kriege immer noch Schaden, aber nicht mehr, dass ich sterbe. Oh nein. Cutscenes bedeuten nie was Gutes. Geht's dir gut? Ist alles bereit? Hast du es geschafft? Keine Sorge, Schatz. Mir geht es blendend. Die Operation war völlig schmerzlos. Gut, du musst jetzt gehen. Ein bewaffneter Mann ist hinter dir her. Er trägt einen experimentellen Polymerhandschuh. Der muss zu Sechenov gehören. Larissa, hast du mit ihm geredet? Er wurde von einem Borov angegriffen. Wir brachten ihn auf die Krankenstation. Ich konnte ihn nicht einfach verbluten lassen. Wäre aber besser gewesen. Das hätte uns eine Menge Ärger erspart. Du machst mir Angst, wenn du so redest. Ich treffe dich beim Ausgang. Bin direkt hinter dir, Schatz. Hoffentlich sind wir nicht zu spät. Hoffnung ist gefährlich. Hände hoch! Victor? Was soll das? Bist du taub? Hände hinter den Kopf! Victor! Wer bist du denn? Major Nichayev, Sondereinsatztruppe. Und das war deine letzte Frage. Du kommst nach Chelomei. Victor, rette dich! Chelomei. Natürlich, Genosse Major. Eindringling. Was? Eindringling! Warnung! Hey, stehen bleiben! Warnung! Alarmstufe Rot. Lockdown in Gang. Oh. Nein, ich hab das Schiff gedrückt, ich hab das Schiff gedrückt, ich hab Schiff gedrückt, ich hab unermüdlich Schiff gedrückt. Wirklich, wirklich, wirklich. Ich hab keine Heilung mehr, ey. Er ist ziemlich gut darin, die Roboter herumzukommandieren. Fast als wären sie sein Eigentum. Und er hat die verdammte Tür abgeschlossen. Petrov ist mit einer mobilen Energiequelle namens Kerze weggelaufen. Sie liefert Strom für das Notfall-Lockdown-System. Ohne Kerze lässt sich die Tür nicht öffnen. Ich werde noch eine auftreiben. Es muss doch mehr als eine Kerze in diesem Komplex geben. Wir müssen uns beeilen. Sonst entkommt Petrov aus dem Sektor und wir müssen ihn von Neuem aufspüren.
Ja, der wird eh hinkommen. Charles, was ist das für eine Birke, die in dem Raum da hinter Glas steht? Ist das der berühmte Energiegenerator PEC 4? So ist es. Die Birke PEC 4 ist ein vegetativer, polymerbasierter Energiegenerator. Ein Versuchsmodell. Der erste Schritt in unserem Programm zur Eroberung der fernen Planeten des Sonnensystems. Also die Frau ist lieb und gut und nett, aber sie liebt halt ihren Mann. Hä? Hallo? Entschuldigung, Buch, du mächtiges, allwissendes Buch, wo ich nicht vorbei kann, Digga. Okay, das ist komisch, dumm programmiert. Okay. Ach komm, hier kann ich doch rein. Ich darf's nicht, okay. Ich wollte es wenigstens mal ausprobieren, bevor ich hier nicht mehr zurückkomme. Wollte ich mal gucken, ob ich durch den Laser kann. Okay, da komme ich auch nicht rein. Obwohl doch, hier muss ich doch eigentlich durch. Nein. Ich darf nur den Hauptweg gehen. Ich darf mich nirgendwo umgucken. Entschuldigung. Okay, da finde ich auch nichts. Naja. Also wir müssen jetzt Pedrovski verfolgen. Ich brauche mal wieder mehr Heilung. Ich muss sagen, vorher habe ich das irgendwie besser gemacht. Und muss ich die immer so tragen? Die Kerze ist ein komplexes, instabiles Ausrüstungsteil. Die kannst du nicht mit deinem anderen Kram in deinen Rucksack stopfen. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Destrukturalisierung. Wie eine Explosion? Nicht unbedingt. Aber die Kerze würde deaktiviert. Also muss ich sie so tragen. Alles klar. Die Kerze ist ziemlich robust. Du kannst sie fallen lassen. Oder sogar mit Absicht werfen. Da passiert nichts. Mhm. Ah. Okay, easy. Kurz eben schielen auf dem Bildschirm und dann läuft das. Ja. Ich darf sie werfen. Piu! Aber ich muss sagen, die Pistole, Baba. Liebe mit Pistol zu spielen. Diese Lader spielen verrückt. Ist das Petrovs Werk? Sei vorsichtig. Lader sind extrem robust. Mit einer simplen Axt kommst du nicht gegen sie an. Bei Verrückten, solchen aus Metall und anderen, kann eine Schocktherapie Wunder wirken. Okay, aber die greifen zumindest nicht an. Upsala. Ausgesehen, Linksklick gedrückt. Soll ich mal schneller aufladen, das Ding. Okay, aber dann laufen die wieder normal. Warum laufen die normalen Roboter dann nicht wieder normal, wenn ich sie mit Schock an der richtigen Stelle mache? Nee. Aber auch nur zeitweise laufen die dann wieder normal. Okay, ich verstehe.
Das klingt nach Petrovs Stimme. Ich hoffe, das Hirn dieses Arschlochs hat nicht den Boden vollgespritzt. Wir brauchen Petrov lebend. Beeil dich, Major. Was meinst du denn, was ich hier mache? Du sammelst Loot. Und Petrov ist mir relativ schnubbe. Hör mich doch da rein. Ach, das ist nur... Nee, guck mal, ich könnte da unten durch, doch bestimmt. Hier sieht es aus, als würde jemand entlang fahren, aber tut er nicht, okay. Kommt er wieder. Anscheinend ist die Eindämmung der Algenwerkstatt undicht geworden und Experimentalmaterial ist ausgetreten. Das ist eigentlich sogar gut für uns. Während du Springshift... Um ein weiteres Mal in der Luft zu... Hä? Habe ich das schon gemacht? Hä? Dann kriege ich das ja jetzt nochmal. Falls man das in den letzten 2 Sekunden vergessen hat. Ah, und da muss ich jetzt hin. Zack. Hä? 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 Ich würde mal schätzen, das ist nicht so gewollt. Unter der Map chillen. Geil. Wenigstens hat es hier direkt gespeichert. Und ich glaube, das Spiel hat selber gecheckt auf einmal, oh lol, das soll nicht so. Oder ich hatte einfach Glück, dass hier das Spiel gespeichert wird, einfach. Oh, Pflanzen. Tja, was haben wir denn hier? Der wird mich verarschen. Reicht doch. Ah, ne, das ist so. Okay. Dies ist die Luna, eine Art Schloss. Es öffnet sich, sobald alle 5 Öffnungen Behälter mit Mondgesteinsbrocken enthalten. Ja, ich habe einen. Okay. Okay, dann muss ich die anderen jetzt noch sammeln. Aber vorher will ich noch gucken, ob hier Loot ist. Ich war gestern im Archiv. Da ist fast alles automatisiert. Bald müssen wir gar nicht mehr arbeiten. Dann sitzen wir nur noch rum und hören Musik. Das ist ein tolles Stück. Die Roboter können das nicht so wertschätzen wie wir. Leute, die sind Fische. Wie kommen denn hier Fische rein? Okay.
Ihr habt eine neue Waffe freigeschaltet, Elektro. Die hört sich auch ganz cool an. Nicht schon wieder dieses verrückte, notgeile Gerät. Ich mach lieber einen Bogen. Nicht so schnell, Genosse Major. Ich verstehe ja, dass Interaktionen mit diesem Modell unangenehm für dich sein können. Aber vielleicht hat es etwas, was wir nutzen können. Na gut. Wenn ich also eine gute Waffe aus ihr rausholen kann, ist es das wohl wert. Da bist du ja, Schatz. Du hast mir so gefehlt. Hast du den dummen Handschuh schon abserviert? Ja, da brauchst du dir keine Hoffnung zu machen. Ich liebe es, wenn du wütend wirst. Ja, ja, mach mich fertig. Bestrafe mich. Ich war ein böses Mädchen und habe noch einen fiesen Widerling aufgeknüpft. Was? Du hast schon wieder jemanden getötet? Gefällt es dir, Liebling? Ich habe mich sehr angestrengt. Nicht übel. Ehrlich. Aber würdest du jetzt bitte niemanden mehr töten? Ich konnte mich einfach nicht beherrschen, mein Hengst. Versuch's einfach, ja? Oh, das ist doch verrückt. Okay, Verbesserung. Was ist das hier? Der macht richtig gut Schaden, ey. Ah ne, das ist die Pistel. Der hier macht kaum Schaden. Ladungsgeschwindigkeit klein. Also dafür braucht keine Munition. Gut, das habe ich mir schon fast gedacht. Das ist sehr geil. Und Rückschusskontrolle. Perfekt, okay. Pistole. Kostet ein Teil. Ah ne, warte. Erstmal baue ich Munition für Pistole. Natürlich darf ich keine. Natürlich darf ich keine normale Pistolenmuni machen. Aber die Pistole will ich auf jeden Fall eigentlich upgraden. Aber die Jacke. Nee, komm, wir machen schon mit Pistole. Wir machen mit Pistole. Nee, das hier. Okay, da fehlt mir was. Da fehlt mir auch was. Und das kann ich machen. Kann die Kugel mit einer dünnen Schicht in einem chemischen Polymer überzogen werden, während sie durch den Lauf bewegt wird. Diese Schicht verleiht ihr zusätzliche Eigenschaften, wenn ihr schaltet eine Kartusche. Okay. Magazin darf ich eh nicht. Zielvorrichtung darf ich anderen nicht. Okay, dann mache ich das noch. Klick. Charles, wozu braucht Petrov den Fabrikator? Warum will der Irre die Kontrolle über Nora übernehmen? Wozu braucht er überhaupt Waffen, wenn er Roboter hat, die für ihn kämpfen? Der Verräter hat gemerkt, dass Mitarbeiter sich gegen feindselige Roboter verteidigen. Und die Soldaten, die die Anlage verteidigen, versuchen, stärkere Waffen zu erhalten. Er hat wohl Angst bekommen, dass ihn niemand finden und erschießen könnte. Dieses verräterische Stück Scheiße. Gut möglich. Einen Fabrikator hat Petrov trotzdem nicht in die Finger bekommen. Aber Noras Algorithmen wurden auf abscheuliche Weise beschädigt. Dieser widerliche Drecksack. Okay. Na, sieht nicht gut aus, um reinzuschwingen. Wo ist das Scheißteil? Achso, ja, und wenn ich, wie heißt das, länger aufnehme, also am Stück, mache ich jetzt gerade. Aber die Stimme der Sängerin gefällt mir. Ist das ein Radio der Zukunft? So ist es. Professor Lebedev von der Akademie der Konsequenzen hat einen nicht-linearen Algorithmus auf der Grundlage der nicht-kommutativen Quantenmathematik entwickelt. Charles? Ja? Mit wem hast du da gerade geredet? Verzeihung. Ich erkläre es so, dass du es verstehst. Die Akademie der Konsequenzen hat eine Möglichkeit gefunden, musikalische Radiowellen aus der Zukunft zu berechnen. Sie Stimmt, fuck. Musik für den Stream anpassen. Ich hoffe es. Fangen Sie nicht wirklich. Das ist schließlich keine Zeitmaschine. Was du hörst, basiert auf einer sehr spezifischen mathematischen Berechnung. Einem hochkomplexen, auf Neuropolymer basierenden Algorithmus. Also wenn ihr gleich wieder Musik hört, bedeutet das, dass das hier
das Video wieder gesperrt wurde, auch wenn gesagt wurde, yo, das darf dafür verwendet werden. Ich habe noch einen. Dann wird dann nämlich gesagt, ohne Konsequenzen, aber ich glaube, dann wird es weniger angezeigt. Geschafft. Ich Deswegen glaube, es funktioniert. Immer ein bisschen blöd. Puh, die Anlage. Schaut regelmäßig, aufgepasst, schaut regelmäßig beim Fabrikator Nora vorbei und vergesst nicht, aktive Fähigkeiten zu lernen und eure Waffen zu verbessern, um auf Missionen so effektiv wie möglich zu sein. Ja, keine Sorge, ist nice. Und alles hier schreit förmlich, Sechenov. Also, wo sind wir? Dies ist das Saatgutarchiv, das Herz des Vavilov-Komplexes. Hier werden Samenproben von allen erdenklichen Pflanzen gelagert, um sie auf dem Mond oder Mars zu züchten. Diese fantastischen und einzigartigen Experimente sind in Gefahr. Autorisierung. Major Nechayev, Codename P3. Okay. Munition kann ich immer noch nicht herstellen, oder? Nee, Kartuschenwaffen. Okay, die hier muss ich aber auch noch. Also Kartuschen bringen jetzt gerade noch gar nichts. Naja, hat zumindest schon mal was. Hier ist aber bestimmt Loot. Muss ich hier hin? Mann, nicht sowas. Ich hasse es, wenn es so aussieht, als müsste ich dann... Obwohl, nee, der zeigt ja nach da. Also hoffe ich, dass ich hier hin nicht muss. Sondern dass es hier extra Loot gibt. Okay. Ich hoffe, hier gibt es extra Loot. Also hier ist zumindest schon mal was. Komm, Pistolenmuni. Okay. Warum konnte ich jetzt hier hingehen? Also warum so weit? So, wenn hier nichts ist, sowas mag ich gar nicht, ey. Also das ist wirklich sowas, was ich an Games hasse. Yo, du kannst hier hingehen. Aber es bringt dir wirklich nichts. Also wenn ich ein Spiel programmieren würde, wenn man irgendwo hingehen kann, zusätzlich, dann würde es da auch immer eine kleine Belohnung geben. Es muss ja nicht mehr viel sein. Es muss ja nicht mehr so, oh krass, Digga, eine neue Waffe, OP, sondern... Einfach ein paar Teile. So, das hätte doch niemand hätte gesagt, ey yo, warum wurden da Teile versteckt? Das ist viel zu viel. Oh mein! Jetzt habe ich aus Versehen auf X gedrückt, weil ich mich so erschrocken habe. Ich mag sowas gar nicht. Auf einmal kommen hier irgendwelche Viecher. Und sowas zum Beispiel fühle ich auch nicht. Jo, du durchsuchst was? Scheiße. Das kann man wohl sagen, Major. Lass das, Charles. Wir haben keine Zeit dafür. Okay, muss mich mal kurz konzentrieren. Reicht es jetzt? Danke. Vielleicht hätte ich sie sogar machen sollen, dann hätte ich mehr Loot bekommen, glaube ich, oder? Von dem kriege ich keinen Loot, ey. Nervig. Hä? Hatte ich nicht gerade eine F hier irgendwo? Nee. Okay, schade. Hallo, Nadu.
dem kann ich nichts machen. Da gibt's noch einen Loot. Okay, darf ich jetzt hier raus? Okay, ich muss schnell durchdashen. Ach, komm. Na, ich war nicht. Gar nicht gut genug. Okay. Okay, ich habe wenigstens wieder Heilung gefunden. Also er hat ja wirklich alles hier manipuliert. Alle Roboter. Alles. Das gibt ein ganzes System. Krass. Ja, sowas kann passieren. Na, hier ist ganz viel Blut. Hm. Hä? Na, wie ist das? Ach. Deswegen mache ich Pistols mehr. Die haben nicht so lange Lademunition. Also gegen vier zu kämpfen, fühle ich nicht so mit Axt. Ich glaube, gegen einen einzelnen würde ich mit Axt kämpfen. Ach, hier war ich schon. Aber zu viert nicht. Ich muss vorsichtiger sein, ey. Es wäre wahrscheinlich nur zwei Stück gewesen. Die geben mir natürlich auch kein Loot. Ja, ist das nicht so ein Ding? Ja, anscheinend nicht. Okay, aber hier ist Loot. Ich brauche unbedingt Pistol Money. Ah, ups. Ich denke mal, ich renne, will erst rennen, dann will ich Shift drücken, aber ich glaube, da oben ist nichts. Ich habe ja gemerkt, wenn ich mich hier umgucke und versuche, was zu finden, wird das leider nicht belohnt. Hier wird safe jemand dran sein. Doch nicht. What? Hier kommt aber direkt jemand. Irgendwas wird jetzt hier. Obwohl, eigentlich kriegt man davor ein Speicherwort. Wenn was richtig krass passiert. Ja, Pistole wäre hier geiler gewesen, sag ich ehrlich. Vielleicht dieses Elektro-Ding, vielleicht diese Elektro-Waffe. Okay. Elektro-Waffe also. Gut. Muss ich dran denken. Achso, da unten ist die Energie und die lädt sich ganz langsam auf. Und natürlich. Okay. Hä? Ja, noch einer.
Nein. Kannst du ein bisschen zu mir kommen? Ah, eigentlich will ich da runter für den Loot, weil es gibt, die geben die vier Loot. Die geben schon nicht schlechte Sachen. Ah, Mann, ey. Okay, danach kommt ein Speicherstück.